Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Häppchen, Schnäpschen, Weinchen, so ein Besuch auf der Grünen Woche kann eine kulinarisch ziemlich anstrengende Angelegenheit sein. Auf dieser Agrarmesse in Berlin geht es im weitesten Sinne um Produkte aus der Landwirtschaft. Es geht um Energiepreise, um Klimaschutz und immer wieder auch um Gentechnik. Christiane Lüßlein-Vollhardt sieht in der Gentechnik eine Riesenchance. Die Biologin und Biochemikerin ist bis heute immer noch die einzige deutsche Nobelpreisträgerin im naturwissenschaftlichen Bereich. Und ich wollte von ihr wissen, warum sie so sicher ist, dass die Chancen der Gentechnik die Risiken überwiegen. Weil wir einfach leistungsfähige Ersatzgüter brauchen, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Besonders Insektizide, die eben dann auch die Nahrung für die Vögel stark dezimieren. Und das beunruhigt mich. Und ich glaube, wenn man besseres Saatgut macht, was mit Gentechnik eben leichter möglich ist als konventionell, kommt man da weiter. Sie haben kürzlich im Spiegel geschrieben, meine Vision für unser Land ist der Anbau gentechnisch veränderter, resistenter Kulturpflanzen, vor allem auch resistent gegen Schädlinge und dass damit der Einsatz von Pestiziden überflüssig wird. Aber bedeutet das nicht auch, den Teufel mit dem Belzebub austreiben zu wollen, Pest durch Cholera zu ersetzen? Warum sind gentechnisch gezüchtete Pflanzen Cholera oder Pest? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Es sind ganz normale Anbaupflanzen, die sich in nichts besonders unterscheiden von solchen, die man auf konventionellem Wege gezüchtet hat. Alle Kulturpflanzen sind hochgradig gezüchtet und genetisch verändert. Und das ist zum Teil durch sehr, sehr langwierige Züchtungsverfahren entstanden, die im Wesentlichen darin beruhen, dass man Pflanzen bestrahlt und dann ganz furchtbar viele Nachkommen durchmustert, ob eines dabei ist, was günstiger ist. Und mit der Gentechnik, mit der Genschere kann man diese Verfahren eben einfach unheimlich erleichtern, präziser machen und schneller erreichen. Und die Pflanzen sind eigentlich nicht unterscheidbar von denen, die man auf anderem Wege gewonnen hat. Aber ist das tatsächlich vergleichbar? Ja, sicher. Wenn man die Art der Mutationen sich anschaut, dann sind die eben auch so, dass sie, wenn sie das Genom analysieren würden, den Unterschied nicht merken könnten. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert, niemand wisse genau, was in der Pflanze passiert, nachdem ihre Gene verändert wurden. Da ist die Rede von neuen Giftstoffen oder von allergieauslösenden Eiweißen. Inwieweit ist das ein bedenkenswerter Punkt? Jede neue Sorte muss getestet werden. Bei uns ist es so, dass die auf dem konventionellen Wege gezüchteten Sorten nicht getestet werden müssen, sondern nur die gentechnisch hergestellten. Und da sind die Verfahren inzwischen wahnsinnig aufwendig. Und deswegen macht es keiner, weil das so teuer ist und so aufwendig ist, dass man das also einfach nicht hinkriegt. Oder nur sehr große Firmen das hinkriegen. Das müsste man auch in Zukunft machen, aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass man mit solchen Züchtungen irgendwelche Gifte herstellt. Ich meine, das kann passieren möglicherweise, aber eigentlich kann man das alles natürlich testen, bevor man die Pflanzen in den Vertrieb bringt. Das muss man in Freiland versuchen machen, klar. Aber das geht für alle Kulturpflanzen, egal ob gentechnisch oder nicht. Sie setzen große Hoffnung auf die Genschere, mit der einzelne bekannte Gene in der Zelle eines Organismus gezielt verändert werden können. Warum ist das so? Man hat inzwischen in der Züchtung oder in der Pflanzengenetik viele Gene entdeckt, die für die Resistenz oder für die Abwehr der Pflanze gegen Insektenfraß, gegen Bakterien- und Virenkrankheiten wirksam sind. In den Kulturpflanzen sind diese Gene, die für diese Widerstandsfähigkeit verantwortlich sind, oft verloren gegangen im Laufe der langen Züchtung, die man gemacht hat, um diese Kulturpflanzen eben essbar und wirtschaftlich anbaubar zu machen. Und es dreht sich dann eigentlich oft darum, einfach diese verlorenen Resistenzen wieder in die Pflanze reinzubringen. Und wenn man das molekular analysiert hat, kann man das auch leicht bewerkstelligen. Und dann hat man eine Pflanze, die eben diese Resistenz zum Teil wiedergewonnen hat, die sie verloren hat in den langen Züchtungsprozessen. Wäre es nicht sicherer und gesünder, auf Urpflanzen zu setzen, wie zum Beispiel auf den verstärkten Anbau von Urgetreide wie Einkorn, was eine alte und lang vergessene Weizensorte ist, die durchaus viele der heute gewünschten Eigenschaften mitbringt? Die hat wahnsinnig geringe Erträge und sehr schwer zu ernten.
Man hat ja die Züchtung nicht gemacht, um schlechtere Pflanzen zu kriegen, sondern um bessere Pflanzen zu kriegen. Und da gibt es viele Eigenschaften, die im Laufe der Domestizierung von Wildpflanzen sich verändert haben, sodass sie einfach wirtschaftlicher anzubauen sind, höhere Erträge bringen und auch gesünder sind, essbarer sind. Zum Beispiel ihre harten Spelzen verloren haben oder ihre harten Schalen und die Stacheln. Und die sind natürlich dann alle anfälliger gegen Insektenfraß und anfälliger auch gegen Schädlinge, die sich darauf spezialisieren, diese Pflanzen eben umzubringen. 4 von 5 Deutschen lehnen Gentechnik in der Landwirtschaft laut Umfragen ab. 95% fordern, genveränderte Nahrung zu kennzeichnen. Wie erklären Sie sich das? Das ist eine Propaganda und die Politiker, die hauen ja auch da doll rein. Und es ist ja auch so, dass in Deutschland eher auf Greenpeace gehört wird als auf die Wissenschaftler. Und sich viele Leute überhaupt nicht auskennen in der Pflanzenbiologie und auch nicht, woher die Nahrung kommt und wie man überhaupt die Kulturpflanzen züchtet und wie man sie weitervermehrt und wie man sie erntet. Und da wäre mehr Wissen natürlich auch praktisch, nicht? Und wie passt es dann zusammen, dass Großkonzerne gleichzeitig Unkrautvernichtungsmittel anbieten und genverändertes Saatgut von Pflanzen, denen dieses Unkrautvernichtungsmittel nichts anhaben kann? Ist das nicht eine doppelte Falle, in die die Landwirte und Landwirtinnen dann hineinlaufen und noch abhängiger werden von jenen Konzernen, die im eigenen Profitstreben dann auch die Preise diktieren? Diese Strategie ist einfach eine eigentlich sehr pfiffige Strategie. Wilde Kräuter sind eine große Konkurrenz für gezüchtete Pflanzen, die denen meistens nicht Widerstand leisten können. Und man muss die wilden Kräuter einfach vernichten, bevor man überhaupt das Saatgut ausbringt, normalerweise. Das macht man mit Eggen und Pflügen. In dem Falle von den Unkrautvernichtungsmitteln ist es so, dass man, die sind ja Mittel, die nur bei der Berührung von Blättern von Pflanzen wirken und dann die Pflanze praktisch verhungern lässt. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Die Strategie hier ist es, dass man, wenn man das auf einem Acker anbringt, auf dem schon Nutzpflanzen wachsen, dann werden die natürlich auch mit diesem Unkrautvernichtungsmittel umgebracht. Und dann macht man eben Pflanzen, die gegen dieses Mittel resistent sind, sodass nur die Wildkräuter von dem Mittel umgebracht werden und die Kulturpflanzen überleben. Das ist eine sehr vernünftige Strategie, die viel höhere Erträge bringt und viel wirtschaftlicher ist, als wenn man dauernd pflückt und hackt. Aber die Bäuerinnen und Bauern sitzen dann in der Falle. Wieso sitzen die in der Falle? Der Bauer ist überhaupt nicht gezwungen, das zu benutzen. Wenn er keine Lust hat, dann kann er es lassen. Aber die machen das natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie höhere Ausbeuten haben mit weniger Einsatz und weniger Geld. Außerdem spart man, wenn man das Unkraut mit diesem Mittel vernichtet und nicht durch Pflügen und Ecken, wird der Acker auch viel stärker geschont. Es müssen nicht so viele Befahrungen gemacht werden. Und durch das Pflügen kommt ja auch dauernd das Unterste zu Oberst. Und das wird alles durcheinander gebracht. Und das ist eigentlich auch nicht besonders gut für den Boden und fördert auch die Bodenerosion. So sind diese Herbizide, die die Unkräuter vernichten, im Grunde eine schonende Art, mit dem Boden umzugehen. Die Vorbehalte gegen Gentechnik gibt es gefühlt schon ewig. Sie mit inzwischen 80 sagen, die Angst vor grüner Gentechnik entbehre der wissenschaftlichen Fakten. Verzweifeln Sie dann manchmal daran, so lange schon gegen diese großen Vorbehalte anzukämpfen? Ja, das tue ich. Ich habe meinen ersten aufklärerischen Artikel 1998 geschrieben und seitdem ist nichts passiert. Es ist jetzt schon fast 25 Jahre her und das macht einen manchmal auch ganz schön wütend, denn die Argumente sind immer noch die gleichen. Und die Leute haben es einfach nicht verstanden zum Teil. Die haben auch nicht verstanden, dass die Gene von der Nahrung überhaupt nicht in den menschlichen Körper eingebaut werden, sondern verdaut werden. Egal, ob es Fremdgene sind oder die Gene von unseren Nahrungsmitteln, die ja im Grunde auch alles Fremdgene sind. Denn wir sind ja keine Rinder und wir sind keine Menschenfresser. Sagt Biologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vollhardt im aufgezeichneten Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur anlässlich der Demo in Berlin gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Thank you.